Zurück, jetzt willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Land 2, 3 mittlerweile. Ups, Wario Land ist der Untertitel, weil man spielt ja nicht mehr Mario, sondern man spielt Wario. Ja, okay. Und da drüben ist der Speicherpunkt und ich werde diesmal den Fehler, ihn auszulassen, nicht machen. Nein. Ja, die Dinger drehen total durch. Ach Gott. Ach Gott. Wie klein ist das denn? Nee, den wollen wir nicht. Vielleicht hat er Sinn. Ich weiß es nicht. Aber das kann ich auch machen, wenn ich sterbe. Ich will den jetzt behalten. Das wäre jetzt gewesen der... ne? Ihr wisst schon. Ihr wisst es doch eigentlich. Warum sage ich es euch? Ja, der Drachen-Wario. Ja. Okay. Lololololo. Pops. Lololol. Lups. Lups. Wario. Allalalala. Okay. Ah, da gibt's ein. Ach ja. Soll ich lieber Jet Wario behalten oder lieber den Horn Wario? Ich bin mir unsicher. Der Jet Wario ist mir eigentlich gerade lieber. Ich glaube, ich behalte den Jet. Okay. Zu spät. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Ein Schrott. Nein, okay. Okay. Aber ich kann mich ja trotzdem hier bewegen, wie ich will. Es ist nur halt ein bisschen durch die Strömung ein bisschen. Ich dachte, ich muss mir total berechnen, wo ich lang schwimme. Aber es ist nicht so. Nö. Ist ganz einfach. Was? Safe State? Ich will keine Safe States. Was wolltest du denn mit Safe States? Bist du bescheuert? Hier kriege ich den eh zurück. Also was soll es? Okay. Egal, was da ist. Ich gehe durch. Ich weiß nicht, warum er mir gerade ein Safe State angeboten hat. Also ich glaube, ich mit dieser Tastatur bin ich aber noch nicht vertraut. Sie macht manchmal einfach Dinge, ohne dass ich sie drücke. Vielleicht das hat die Gedankensteuerung oder sowas, aber ich habe eigentlich nicht daran gedacht. Und ich verstehe die nicht. Aha. Also okay, man könnte seine Kreuz halten, aber ich gehe eigentlich eher davon aus, dass es ein Pfeil ist. Das heißt, hier gibt es auch wieder zwei Ausgänge. Ich habe gar nicht geguckt. Tatsächlich. Aha, okay. Pay the man. Und dann gehen wir durch. Danke. Okay, wir haben schon wieder einen Geheimgang gefunden. Ich mache immer Geheimgänge zuerst auf. Doch, ich kann mich erinnern. Ich glaube, das ging hier in diese optionale Welt. Ich muss sogar was zu trinken holen. Ich mache mal einen ganz kleinen, kurzen Cut. Moment. Ich habe ein Schlückchen getrunken. Lecker. Ach Gott. Ist das eine schöne Sache. So. Jetzt geht es schon in die zweite optionale, in die optionale Welt. Ja. Ich glaube, ich mache diese optionale Welt zuerst, weil ich komme sowieso wie die andere weiter nur. Und das ist Sherbet Land. Und in Sherbet Land gibt es, glaube ich, ein paar Schätze zu finden. Um diese Schätze zu finden, muss ich sie einfach finden. Ich erkläre das dann, wenn ich da bin, dass ich mal einen Schatz sehe. Deswegen ist sie trotz allem interessant, wenn man alle Schätze finden möchte. Ich habe damals auf dem Gameboy alle Schätze gefunden. Einer fiel mir sehr schwer und das ist, glaube ich, sogar, wenn man jetzt den normalen Weg geht, der erste, über den man läuft. Oder war der hier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der in einer versteckten Tür gewesen und die habe ich nicht gefunden gehabt. Naja, egal. So, whoops, okay, hier fällt alles runter. Was ist denn das für ein Scheiß? Okay. Nee, ich nehme hier lieber Jet. Jet ist, glaube ich, hier die bessere Sache. Ups. Und. Whoops, wow. Okay. Ich hab's voll drauf, Mann. Yep. Ich hab's voll drauf. Na, komm her. Plotsch. Nötig will ich nicht. Wie gesagt, den Drachen lasse ich normalerweise stehen. Aber ich bezahle den Mann hier mal und, whoops, Knall. Ja, was sind das eigentlich hier? Ich bin, das müssen ja auch irgendwie, keine Ahnung, Gumbas mit Speeren oder was? Ich weiß nicht. Das, warum haben die Gumbas was gegen Wario? Ich meine, das ist auch böse. Müssten nicht die Guten was gegen Wario haben? Dass man jetzt irgendwie gegen Pilzköpfe kämpft oder sowas? Wow, wow. Ja, Leute, ihr habt gedacht, ich sterbe. Und ich auch. Aber dabei ist es nicht passiert.
Oh Wunder, oh Wunder. Irgendwas steht heute auf meinem... auf meiner Seite, mein Glücksstern. Wow, ist heute aktiv. Ich weiß es nicht. Bestimmt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich hab's voll drauf. Wow, wow. Okay, ein Glück habe ich den Jethelm. Das wär's gewesen. Und er hat sich genau in dem Moment umgedreht. Ich habe ja wohl sowas von einem Schwein. Nö. Obwohl, hier kommt eine Höhle. Nö. Egal, ich behalte Jet. Jet ist gerade... läuft gerade gut mit Jet. Naja. Seht ihr? Ich trau mich nicht. Ups. Okay. Es soll glatt sein, aber ich hab's nicht so wirklich gemerkt. Das war okay. Was, der rennt hier wie eine Sauve sauber? Dü-dü-dü-dü. Okay. Okay. Jarr. Okay. Nein. Hier hätte ich jetzt wieder gerne den Horn Mario. Wario. Wario, Mann. Nicht Mario. Du Idiot. Nein. Treff ihn. Ja. Okay. Weil ich glaube, hier wäre erst wesentlich... Was soll man reden? Ja, ich hab Deutsch vergessen. Man, sorry, muss man Deutsch holen. Ich hab Deutsch vergessen. Wäre er wesentlich... leckt mich am Arsch. Wäre er wesentlich sinnvoll eher so. Aber ich krieg trotzdem Jet. Hm. Oh, ein Igel. Oh Gott, ein süßer Igel. Oh Gott. Da tue ich nichts. Nö. Oh Gott. Oh Gott, sind die süß. Oh, ich liebe ja Igel. Oh Gott. Deswegen bin ich auch der Igel. Oh Gott, sind die süß. Oh nein. Ich habe einen Kumpel, der besoffen nach einer Feier einem Igel gefolgt ist. Und zwar ungefähr eine Stunde lang hat er ihn mit einer Kamera gefilmt, die halt so Nachtsicht erlaubt. Total verstrahlt. Also wahnsinnig lustig. Nein, das ist ein Igel, dem tue ich nichts. Ja, ich wechsle mal. Ich habe einfach das Gefühl jetzt, ich möchte wechseln. So. Gucken wir mal, ob wir hier vorbeikommen, ohne die Igel zu töten. Och Gott, nein. Nee, da tue ich nix. Nö. Ich tue dir nix. Nein. So. Oh, mach deine Flamme weg. Okay. Och Gott. Mhm. Macht das Spiel ein bisschen interessanter, oder? Alter, lässt du meine Igel in Ruhe, du kleiner Pisser. Jetzt mache ich dich kaputt, Mann. Oh, was ein Wichser, ey. Lag der Igel auf dem Rücken, ey. Scheißerei. Erstmal bezahle ich den hier. Ja, du kannst weg, du hässlicher Maulwurf oder was auch immer du bist. Du bist mir egal. So, ach Gott. Whoops. Und ach Gott. Und ja, und freu. Und na, viel besser. Ja, das gefällt mir. Ja. Whoa. Oh Gott, ist er glatt hier. Oh Gott, ist er glatt. Oh Gott. Okay, das muss man irgendwie öffnen. Wahrscheinlich ganz hinten. Leckt mich. Leckt mich. Ja, ganz einfach. Leckt mich, habe ich gesagt. Und hier in dieser Tür gibt's wahrscheinlich einen Schalter. Ups, ups, ups. Okay. Und ja, das war irgendwie klar. 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 Ups. Poms, poms. Und lack. Und fop. Yep. Knack. Und weg. Yep. Und bezahlen. Und raus aus dem Spaß. 34 Münzen, egal. Wir brauchen kein Geld. Wenn wir uns das kaufen wollen, dann gehen wir zum Aldi und da ist billig. So. Komm, billiges Aldi-Bier für die Gummas. Ja. Denen ist das egal, Mann. Wir kriegen den ganzen Tag von Mario auf den Kopf gesprungen. Da sind die froh, wenn die mal saufen dürfen. Ach, guck mal, da gibt's auch zwei Ausgänge. Aha. Da guck ich doch nochmal. Okay. Wo könnten hier noch ein zweiter Ausgang sein? Ups. Runter, okay, okay. Ich habe eine Befürchtung, eine Vermutung.
Ja, genau. Jethelm. Und dass ich den behalten muss. Weil ich irgendwo rauf muss. Okay. Ich mache erstmal einen kleinen Cut und warte auf euch im nächsten Teil von Super Mario Land 3. Wario Land. Ja, bis gleich. Ciao.